Ich schreie und weine und flehe und meine Gedanken kreisen, werden nicht mehr leise, während du immer lauter wirst, meine Schreie übertönst, mich nicht hörst oder nicht hören willst, denn es ist doch einfacher für dich, einfach lauter zu sein. Und das bist du. Du bist präsent und lauter, du bist hier und unüberschaubar und mit fester Stimme redest du mich klein. Und ich schrumpfe immer weiter, fresse meine Schreie in mich rein und du redest mir ein, dass du dir diesen Raum nehmen darfst, während ich endlich schweig. Du baust dich vor mir auf, bis ich dir glaub, verriegelst die Tür, damit es so bleibt und ich vergesse, warum ich eben noch geschrien habe. Ich sage, das war mein Fehler, es tut mir leid. Nächstes Mal, dann mache ich es besser und nehme mir die Zeit, erst dir zuzuhören, bevor ich anfange zu schreien. Ich wimmere und hoffe und meine Augen buchstabieren Bitten, die du nicht liest. Dabei weiß ich, dass du lesen kannst, würdest du mich nur einmal richtig ansehen. Und meine Füße versuchen zu stehen, mein Körper versucht sich aufzurichten, doch sobald ich stehe, beginnt mein Verstand sich zu drehen und ich falle. Ich schweige und nicke, als du deine Hand auf meinen Mund legst und meine letzte Hoffnung wegfegst, indem du dir Augenbinde anlegst und deine Augen verschließt vor meinen stummen Worten. Als ich in der Grundschule war, da hatten wir einen Mein Körper gehört mir Workshop, in dem wir darüber gesprochen haben, dass ein Nein-Gefühl zu haben ausreicht, um etwas nicht tun zu müssen. Danach haben wir gelacht und gescherzt, wir hätten ein Nein-Gefühl bei unseren Hausaufgaben. Ein Nein-Gefühl, das kannte ich damals bestimmt schon gut. Und Nein sagen, wenn ich etwas nicht möchte, das klang doch auch logisch und einfach, habe ich doch damals geglaubt, dass es auch einfach sein würde. Heute weiß ich, dass es das nicht immer ist, dass du mit deinem Nein manchmal ganz alleine bist, dass immer wieder ein Doch zurückkommen wird und dass für sich selbst einstehen harte Arbeit ist. Heute weiß ich, nicht nur Nein bedeutet Nein. Nein kann ein Ich fühle mich unwohl und möchte gehen sein, kann ein Ich fühle mich heute nicht danach etwas zu unternehmen sein, kann ein Ich möchte dich nicht weiter sehen, ein Ich möchte, dass du versuchst, meine Sicht zu verstehen oder ein Ich mag nicht, wie du mit mir umgehst sein. Heute weiß ich, Grenzen setzen geht nicht nur mit Nein sagen, geht mit bei seiner Meinung bleiben, mit aufhören zu schweigen, wenn jemand Unrecht tut. Heute weiß ich, Grenzen setzen ist keine einmalige Sache, nicht wie im Workshop in der Grundschule, in dem wir Situationen nachgespielt haben und die Übung geschafft hatten, wenn wir erfolgreich Nein gesagt hatten. Heute weiß ich, es dauert viel länger. Ist ein Prozess, immer wieder wird es schwierige Situationen geben, immer wieder muss ich für mich selbst einstehen. Heute weiß ich, Grenzen setzen, das muss ich nicht nur bei fremden Personen, wie bei dem Workshop in der Grundschule. Viel schwieriger ist es doch bei Personen, die mir nahestehen, bei Eltern, FreundInnen, PartnerInnen. Heute weiß ich, Grenzen setzen, das muss ich nicht nur bei einer Person, vielleicht auch bei mehreren oder bei einer mehrmals. Und heute? Da setze ich Grenzen, die du überschreitest, baue Mauern, die du durchbrichst, schließe Tore, die du öffnest, wenn du mir immer wieder versprichst, jetzt wirst du dich ändern. Heute spanne ich Fäden, die du zerschneidest, meine Ballen, die du zerreißt, zeichne Linien, die du wegwischst, wenn du weißt, bei mir kannst du es dir erlauben. Und wenn ich eine Grenze setze, dann sagst du, ich bin empfindlich. Ich reagiere über, so hättest du das nicht gemeint und überhaupt sei ich nicht bereit, doch nur ein kleines bisschen Spaß zu verstehen, nehme alles viel zu ernst. Reagiere viel zu zickig, ich könnte ja auch einfach gehen, wenn ich heute doch sowieso nur auf Streit aus wäre. Ich möchte nicht streiten. Ich möchte, dass du mich verstehst. Ich bitte dich verzweifelt, mich zu hören, mich zu sehen. Sag mir, wie laut muss ich schreien, wie deutlich muss ich werden, um dir zu verstehen zu geben, dass das hier so nicht richtig ist. Sag mir, was muss ich tun, damit du mein Bedürfnis endlich siehst und mir dabei nicht böse bist. Und während ich behutsam Ziegel auf Ziegel stapel, um eine Mauer zu bauen, sehe ich dir dabei zu, wie du den Vorschlaghammer zückst, um alles niederzuhauen. Ich möchte das nicht mehr. Ich möchte, dass du mich respektierst, endlich ein Verhältnis kreierst, in dem deine Worte nicht das Machtgefälle, das du baust, herunterrutschen und mich zum Fallen bringen, wenn ich mich dagegen stelle. Ich möchte nicht eingeschüchtert sein von deiner Existenz, möchte, dass meine Präsenz genauso viel wert ist wie du. Ich möchte, dass du aufhörst, die Dinge zu drehen und beginnst zu verstehen, dass ich nicht die Böse bin, weil ich etwas zu sagen habe. Und ich schreie und weine und flehe und meine Gedanken kreisen, werden nicht mehr leise, während du immer lauter wirst und meine Schreie übertönst. Und ich schließe meinen Mund,
habe nichts mehr zu sagen, denn du bist der Grund, warum das hier nicht funktioniert. Denn ich muss gar nicht schreien. Du musst nur zuhören. Und wenn du das nicht tust, dann werde ich gehen. Danke.